Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Pinterest für Grafikdesigner. Ja, wir haben ja jetzt schon einige Serien hier auf unserem YouTube-Kanal und ich glaube, die sind auch immer ganz gut, weil viele Informationen in einzelnen Videos verpackt werden und du dir so herauspicken kannst, was du gerade lernen möchtest. Oder du schaust dir einfach die ganze Serie an. In diesem Fall schauen wir uns einmal Pinterest an, weil Pinterest ist einer der Orte überhaupt für Grafikdesigner, wo sie kostenlos Werbung machen können. Ja, Pinterest ist eine nichts weiter als eine visuelle Suchmaschine. Ja, es ist nicht in erster Linie eine Social Media Plattform, was man ja denken könnte, sondern es geht darum, dass Pinterest dir hilft, eigentlich Bilder zu zeigen von deinen Arbeiten und diese wiederum auf deine Webseite verlinkt. Ja, ich weiß, wahrscheinlich hast du jetzt so gar keine Lust, dich auf Pinterest einzulassen und da erstmal ja richtig tief reinzukommen. Ja, verstehe ich, aber das hatten wir ja schon. Wer nicht wirbt, der stirbt. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Idee, sich eine Plattform auszusuchen, wo du aktiv bist und wo du deine Inhalte postest und damit neue Menschen zu erreichen. Stell dir folgendes Szenario vor. Du hast einen Shop eröffnet oder eine Gaststätte, ein Restaurant, ein Laden eröffnet in deiner Stadt und du beschließt jetzt, okay, jetzt muss ich das alle Leute wissen lassen. Ja, wahrscheinlich wendest du dich an die Tageszeitung, ne? Und schaltest dort eine Anzeige. Sagen wir, so eine Anzeige für die Wochenzeitung, so, ja, um die 100 € kostet die natürlich noch plus Mehrwertsteuer. Und dann erreicht die eine gewisse Anzahl von Leuten. Also wir hier in unserer kleinen Stadt haben 30.000 Einwohner. Vielleicht haben davon, ja, ich sag mal 20.000 die Tageszeitung. Und von den 20.000 sehen dann vielleicht, ja, 2.000, 1.000 deine Anzeige. Dann hast du im Prinzip also für 1.000 Leute, die du erreicht hast, 120 € bezahlt. Sagen wir 2.000, sind wir großzügig. Und diese 2.000 davon interessieren sich dann vielleicht 200, nochmal 1%, ne, für deinen Shop oder Laden oder was auch immer du eröffnet hast. Also 2% natürlich von den 20.000, ne, nicht von den 2.000. Also rechne ich so ungefähr mit 1 bis 2%. Der Rest der Werbung verpufft. Ne? Also für diese 200 Leute, die sich dann dafür interessieren, da habe ich schon wahrscheinlich sehr hochgegriffen, hast du jetzt 120 € bezahlt. Das kann sich komplett lohnen, ja. Also natürlich, wenn 100 von 200 Leute in deinen Shop kommen, weil sie jetzt wissen, dass du eröffnet hast und bei dir kaufen, dann hoffe ich doch, dass du die 120 € schnell wieder in der Kasse hast. Aber es kann natürlich auch sein, dass dem nicht so ist, ne? Dann ist es natürlich eine ganz gute Idee, wenn man so ein kleines Polster hat, ne, und immer wieder Anzeigen schalten kann. Ja, und da kommt genau Pinterest ins Spiel. Pinterest ist nämlich, als würdest du jede Woche, jeden Tag kostenlose Anzeigen schalten. Und die kannst du auch, ja, kostenpflichtig machen, ne? Du kannst nämlich auf Pinterest auch Werbung schalten und die suchen dir die idealen Kunden. Sehr praktisch. Und genau das werden wir uns in diesem Kurs in dieser Serie einmal näher anschauen. Ich stelle dir ein paar Pinterest-Profile vor heute und zeige dir, wie die Leute da vorgehen, wie die Designer da vorgehen, was sie genau machen, um neue Menschen zu erreichen. Nämlich, das ist ja das, worum es geht. Ich bin jetzt einmal auf Pinterest und habe einige Profile geöffnet von Grafikdesignern und Künstlern und Künstlerinnen vor allen Dingen, die ja, offensichtlich Erfolg mit dem haben, was sie hier tun. Wie mache ich das fest? Ihr hat die Angel Camp hat 68.900 Abonnenten. Jetzt sage ich dir gleich, Abonnenten sind auf Pinterest nicht so wahnsinnig wichtig. Warum? Ja, wenn die Angel jetzt hier etwas postet, dann werden sie den 68.000 Leuten im Feed irgendwo angezeigt. Aber die Chance, dass das jemand, ja, sieht, die ist jetzt nur gegeben, wenn derjenige auch auf die Plattform kommt, wenn in der Zwischenzeit nichts nachrutscht oder nur wenig oder derjenige sehr viel Zeit auf Pinterest verbringt. Deswegen, die
Follower sind nicht ausschlaggebend hier auf dieser Plattform. Aber schaden tun sie natürlich auch nicht, ne? Weil auf diese Weise wird dein PIN natürlich besser ausgespielt und mehr Leute sehen ihn. Kann nicht schaden. Und natürlich interessieren die Leute sich auch dafür, weil die haben ja schließlich, deinen Kanal abonniert. Das heißt, die mögen dich schon, ne? Du hast schon mal einen Vorteil gegenüber den Pins, die noch keine Follower haben, ja? Deswegen eine gute Sache, Abonnenten zu gewinnen, kann nie falsch sein, ne? Okay, ich habe jetzt mal hier geschaut, was die Angèle hier eigentlich zu bieten hat. Angèle ist eine Grafikdesignerin aus den Niederlanden, also auch keine Muttersprachlerin hier, macht trotzdem alles in Englisch und bietet neben ihren Designs auch Grafiksets an und einige ein Membership, ja, eine Mitgliedschaft auf ihrer Webseite, an der man teilnehmen kann und wo man dann mehr über Grafikdesign und halt auch Malen erfährt. Dementsprechend hat sie hier in ihrer kleinen Biografie schon einiges über sich geschrieben, vor allen Dingen, was sie macht, ne? Grafikdesign, Logos, Tutorials, Moodboards und so weiter, Watercolor, Illustrations, Fonts, all das mag sie eben gerne und das kann man sich hier angucken. Das Gute ist, dass sie, ja, hier steht alles noch über sie, das Gute ist, dass sie ja genau damit schon mal eingrenzt, für wen ihr Profil geeignet ist, ne? Ich mache das mal aus und wir schauen einmal ganz schnell hier über ihre Pins. Und du siehst, das sind entweder Pins, die aus mehreren Bildern bestehen oder eben kleine Videos. Wenn ich hier einmal so runterscrolle, dann ist das eine ganz gute Sache. Nämlich Idea Pins sind die neuen Pins auf Pinterest und damit erreicht man dann natürlich auch sehr viel mehr Leute. Ja, ich will dir jetzt nicht hier alle Pins zeigen. Wie gesagt, es geht hier in diesem Video erstmal nur um einen groben Überblick. Was macht ein Pinterest-Profil überhaupt erfolgreich? Ja? Das erste, du erstellst in deinem Profil einen Text über dich selber, wo du ganz genau festlegst, wofür du stehst, was du machst und was dich auch interessiert. Und das musst du natürlich in deinem Profil auch zeigen. Und das macht die Angèle sehr gut. Sie hat nämlich hier alles, wofür sie sich interessiert, in Boards verpackt und sogar eigentlich noch mehr. Und noch mehr, ich spiele jetzt hier auf einem Board namens Hair and Beauty an. Das passt natürlich irgendwie so gar nicht, ne? Aber gut, sie hat aber auch viel hier drin, hier Watercolors, da sind über 1600, 1700 Pins drin, also Illustrations, fast 2000 Pins. Das heißt, sie muss sehr aktiv auf der Plattform sein, ja? Weil ansonsten hätte ich nicht so viele Pins in meinen Boards. Das ist auch wichtig natürlich. Du musst auf der Plattform, für die du dich entscheidest, musst du auch irgendwie aktiv sein. Weil nur auf so, durch diese Kontinuität jeden Tag erreichst du natürlich, was du erreichen möchtest, nämlich neue Kunden zu treffen. Was wäre dein Laden in der Stadt, über den wir gerade gesprochen haben, wenn du nur hin und wieder deine Türen öffnest, wenn du nur hin und wieder anwesend bist und wenn du nur hin und wieder mal ein Angebot machst? Ja, wahrscheinlich würden nicht so viele kommen oder sie trauen sich jetzt gar nicht zu dir, weil sie denken, ach, die hat eh nur manchmal auf. Ne? Also das wäre nicht so das Ideale. Wir schauen mal weiter hier die Pinterest-Profile von Jenna Rainey. Auch die hatten wir schon. Sie hat fast 20.000 Abonnenten hier, folgt nur wenigen und hat 1,4 Millionen monatliche Aufrufe. Lass dich von diesen Aufrufen nicht so fürchterlich beeindrucken, ja? Aufrufe heißt nur, der Pin wird in irgendeinem Profil angezeigt und derjenige scrollt drüber oder auch nicht, das wissen wir jetzt nicht, aber zumindest wird er nur irgendwo angezeigt. Wenn das natürlich hoch ist, kann das ja nicht schaden, ne? Aber es ist nicht so entscheidend. Wichtig sind die Klicks, die von Pinterest auf deine Webseite kriegen. Und das können wir hier nicht erkennen. Deswegen, ja, offensichtlich ein aktives Profil mit vielen Followern oder vielen Abonnenten. Erstellt sie viele Pins, gehe ich mal von aus, weil hier sind zum Beispiel 24.000 drin. Ja, also würde ich schon sagen, sie macht ihren Job ganz gut. Und daher kommen natürlich auch die ganzen Abonnenten. Jenna ist eine Watercolor-Künstlerin, also sie malt Watercolor, hat einen YouTube-Kanal, hat ein Patreon-Profil, haben wir, ich verlinke das Video hier einmal, da haben wir nämlich schon drüber gesprochen. Und
Da ist sie natürlich sehr aktiv und versucht natürlich auch neue Kunden auf diese Art und Weise zu bekommen. Wie macht sie das? Ich gehe jetzt nochmal hier auf Erstellt und hier siehst du schon Easy Watercolor Butterfly and Birds. Das heißt, sie hat hier im Prinzip ein kleines Video und in diesem kleinen Video zeigt sie, oder ein Pin in dem Fall, ah, ist nur ein Pin, zeigt sie, wie man ein Schmetterling erstellt und Vögel. Wenn ich jetzt hier draufklicke, bekomme ich wahrscheinlich das Video zu sehen. Ja, gute Sache. Ja, es regt die Leute auf jeden Fall dazu an, vorbeizukommen, vielleicht auf ihren YouTube-Kanal, so Patreon zu entdecken und sich dort einzuschreiben. Ne? Je mehr, desto besser. Und natürlich kann es auch nicht schaden, wenn man neue Abonnenten gewinnt. Ja? Und neue Abonnenten auch für YouTube gewinnt. Deswegen, Werbung kann nie schaden. Vor allen Dingen keine Werbung, die kostenlos ist. Ja? Ich klicke mal weiter. Dann habe ich hier das Profil von der Liz Cola Brown. Sie malt sehr viel, aber auf dem iPad. Ne, aber ist eigentlich kein Aber. Es halt interessieren sich offensichtlich auch sehr viele Leute für. Ich habe nämlich hier 54.000 Abonnenten, ne, und 3,4 Millionen monatliche Aufrufe. Das ist ja unglaublich, ne? Also, aber wie gesagt, Aufrufe sind nicht das A und O. Wichtiger wären die Klicks und die, na, können wir jetzt hier nicht erkennen. Auch sie hat eine Seite mit einer Mitgliedschaft. Sie hat Skillshare-Kurse und kann die natürlich hier prima bewerben, indem sie hier zum Beispiel kleine Videos macht. Ich klicke mal hier auf eins drauf und sie macht hier so Timelapse-Videos. Ja, ich mache mal von vorne. Kannst du das einmal sehen? Hier so ein kleiner Appetizer, ne? So ein bisschen, da kriegt man auch schon Lust mitzumachen, ne? Metallics Inappropriate, wenn du dich dafür interessierst, ja, leitet sie dich hier zu ihrer Webseite. Ich klicke jetzt auch einmal drauf, damit du sehen kannst, wie dieser Funnel, dieser Sales Funnel funktioniert. Ja, Metallics on your iPad, Inappropriate Glitter, Sparkle Shimmer und so weiter. Und hier ist ein Trailer, hier sind einige Sachen aus dem Kurs und dann verweist sie auf ihr Membership, auf ihre Mitgliedschaft. Ne? Get all my classes, resources and live drawing sessions. Und ja, da kannst du dich dann eintragen. Ne? Und das kostet irgendwie so um die 20 Dollar pro Monat. Ne? Wenn man dann alles über Procreate und das iPad lernen, das Malen auf dem iPad, ja, da kann man mit leben. Ne? Ja, hier gibt es auch noch Freebies, wenn ich mich jetzt in den Newsletter eintrage. Super Sache, super aufgesetzt. Wenn mich das jetzt interessiert, ja, dann überlege ich mir doch ganz deutlich, ob ich mich da nicht eintrage, ne? Oder gucke erstmal bei Skillshare vorbei, ob der Kurs nicht da auch zu finden ist. Wie auch immer, letztendlich geht es hier darum, kleine Verkaufstunnel aufzubauen und die Leute von Pinterest auf deine Webseite zu leiten. Wenn sie sich in den Newsletter eintragen, super. Wenn sie sich den Kurs auf Skillshare angucken, gibt's Geld, perfekt. Wenn sie sich für deine Mitgliedschaft interessieren, klasse. Auch das ist interessant für dich als Künstler. Also du siehst, egal was hier passiert, die werden auf die Seite geleitet und es gibt immer ein, ja, ein etwas für den Künstler, was ihm weiterhilft, ne? Neue Kunden zu gewinnen. Ich schließe das jetzt hier mal wieder und gehe hierhin zurück. Ich habe nämlich noch zwei Profile, und zwar einmal das von der Tila. Tila macht auch Procreate-Tutorials, also na, man kann schon sehen, ist recht beliebt, ne? Und auch Tila hat fast 40.000 Abonnenten, ja? Und 1,5 Millionen monatliche Aufrufe. Letztendlich die Millionen monatlichen Aufrufe könnte man sagen, wenn jemand so viele Aufrufe hat, dann postet er regelmäßig, ne? Weil natürlich sind die ganzen Pins, die schon da sind, die sind nicht vergebens, die rutschen auch nicht weg, wie auf Instagram oder Facebook, die sind immer da, ne? Und die werden gefunden, weil du sie möglichst gut beschreibst. Aber dazu mehr in einem anderen Video, ne? Da gehen wir noch mal ganz genau drauf ein. Wichtig ist erstmal zu erkennen, ja, es ist möglich, es ist hier richtig was möglich. Die Frage ist, wie du das auch für dich hinbekommst, ja? Also Thiele hat jetzt hier Pins von ihren Tutorials gepostet. Winter Watercolor Floral Borders. Und das ist ein Videotutorial. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, lande ich wie bei der Liz auf ihrer Webseite. Sie erzählt etwas darüber. Sie hat ein Video gepostet. Dieses Video ist auf YouTube und zeigt mir genau, wie ich diese Winter
Rahmen male und gibt mir hier noch Tipps. Ich kann mich eintragen, krieg noch Freebies und sehe auch hier noch, wie viele weitere Tutorials sie hat. Also super gemacht, wieder ein kleiner Sales Funnel. Gucke ich mir das Video auf YouTube an, kriegt sie hoffentlich Geld für die Werbung oder sie kriegt ja Geld, ja. Wofür kriegt sie Geld? Die freut sich auf jeden Fall über Watch-Minuten. Und natürlich kann ich mir auch hier ihre Produkte angucken und ihre Kurse angucken, die sie hier im Angebot hat. Also keine schlechte Sache. In jedem Fall bin ich schon mal hier als ich als neuer Kunde und interessiere mich für das, was sie im Angebot hat. Tolle Sache. Wieder ein kleiner Verkaufstunnel. Ich mache das wieder zu und wir gehen hier auf das letzte Profil, was ich rausgesucht habe, und das ist von der Lisa Glanz. Lisa ist eine sehr bekannte Künstlerin. Sie ist auf vielen Seiten, ja, ich sag mal, ganz dick im Geschäft. Ne? Zum Beispiel auf Designcuts wirst du ihre Produkte befinden, wo sie auch regelmäßig sehr stark promotet wird und oben im Header ist. Und ja, ihre Produkte sind toll, keine Frage. Deswegen, sie verdient es auch, sehr gut promotet zu werden, weil ja, das ist schon ein Verkaufsgarant. Ne? Also sie erstellt Grafiksets, die man als Künstler nutzen kann. Zum Beispiel kann ich hier, wenn ich jetzt hier diesen kleinen Fuchs sehe, mit ihrem Set, ja, kann ich mit diesem Brush Pack, diesem Procreate Brush Pack, kann ich diesen kleinen Fuchs selber erstellen, auch wenn ich keine künstlerische Ader habe, weil aus vielen vorgefertigten Teilen ich da etwas erstellen kann. Super Sache, ja. Und als Künstler habe ich dann wieder neue Sachen erschaffen, die ich dann wiederum verkaufen kann, weil ich bekomme auch immer eine kommerzielle Lizenz. Also schon mal für mich sehr, sehr hilfreich. Ich gehe nochmal hier zurück. Lisa kümmert sich ja wahrscheinlich nicht so ganz so doll, weil sie hat 8600 Abonnenten und 672.000 monatliche Aufrufe. Ja, das ist Beschweren auf hohem Niveau. Ne? Also wenn man das schon mal erreicht hat, ist das schon mal toll. Aber wie du gerade gesehen hast, nach oben gibt es keine Grenzen. Und jeder Pin, der hier ist, sorgt natürlich dafür, dass sie regelmäßig neue Leute auf ihr Profil bekommt oder regelmäßig neue Leute auf ihre Webseite bekommt. Daher, es kann nicht falsch sein, wenn du genau so vorgehst und dir die ganzen Sachen einmal, deine eigenen Produkte, wie auch immer die aussehen, ob das nur deine Produkte sind oder halt auch die Texte, die du geschrieben hast, in einem Pin verpackt auf Pinterest postest. Ich hoffe, das Video hat dir einen guten Überblick gegeben, was alles möglich ist auf Pinterest und was natürlich auch du dort erreichen kannst, wenn du dann regelmäßig postest. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt dann immer wieder ein neues Video posten und klick die kleine Glocke an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.